De prix personnel. Wat als een prix personnel? Dat is een contract met dem een bank en een client een krediet accordeert voor zijn private uitgaven te financieren, die entweder geplant waren of niet. Zo'n prix erlaubt het zeer een gewisse geldsom te krijgen voor de kaaf zum Beispiel van een auto of een kischen af te schließen. En dat weinige conditionen accordeert bank zo'n prix. Ob een bank de prix accordeert of niet, hängt davon auf, ob der Client kapabel ist, den Kredit auch zurückzubezahlen. Dabei wird geguckt, wie viel der Client verdient, ob er noch viel andere Deposits am Monat hat oder vielleicht schon einen anderen Kredit muss zurückbezahlen. Die Bank decidiert auf Basis von denen Donnern, ob sie der Kreditaufruf gering lucht geht oder nicht. Welche Informationen muss die Bank ihrem Client bei einer Kreditaufruf geben? Die Bank muss unter anderem die folgenden Informationen geben, für dass der Client weiß, ob was hier sie sich anlässt. Wie eine Sorte von Prä? Wie ein Montant? Wie eine Laufzeit? Wie ein Zinssatz? Wie lang lebt ein Prä personell? Die Laufzeit von einem Prä personell kann variieren zwischen 6 und 60 Monaten in den meisten Fällen. Was der Prä mehr heisst, was der Montant von den Mensualitäten auch mehr heisst. Was kostet ein Prä personell? Ein Prä, egal für was, ist nie gratis. Es sind immer Freien verbunden. All Prä steht am Zusammenhang mit einem Zinsto, den ein Montant fixiert, den ein Client bei der Bank muss zurückbezahlen, und plus vom Montant vom Prä selber. Zinsto variieren von Bank zu Bank, es ist also wichtig, dass ihr sie mit denen vergleicht. Bank kann ich auch eine Reihe Garantie freuen. Die hier erlauben, den Prä zurückzukriegen, am Fall, wo der Client nicht mehr bezahlen kann. Ein Sesi ob die Pai oder ein Kaution. Abgepasst! Ein Prä personell ist da für euch an exzeptionellen Fällen zu helfen. Es soll ihr nicht damit übertreiben, für nicht zu riskieren, sich zu überschulden. ABBL. Wir entfernen, ob er frohen.